Sie müssen es eigentlich in der Lage sein, auch wenn Sie ganz unbegabt sind und so am Bierdeckel ist, aufzuzeichnen. Was fällt Ihnen spontan zum Begriff Trophäenimmobilien ein? Ja, dass es Objekte, Immobilien sind, die eben diese Qualität einer Ikone haben oder eben eine ganz klar als ein Signature Building wahrgenommen werden und eben auch eine gewisse sozusagen Erinnerungswert haben. Sie müssen es eigentlich in der Lage sein, auch wenn Sie ganz unbegabt sind und so am Bierdeckel ist, aufzuzeichnen. Die chinesische Mauer ist eine Trophäenimmobilie. Ne? Den Eiffelturm, der ist auch eine solche Sache. Oder manchmal wird es durch Zufall eine Trophäenimmobilie, der schiefe Turm von Pisa zum Beispiel. Ne? Sind Sie der Meinung, dass die Gebäude, die von Ihnen entworfen worden sind, auch den Status einer Trophäenimmobilie einnehmen? Und wenn ja, welche? Ja, bei gewissen schon, weil gewissen ist es auch ganz bewusst gemacht worden. Für Montelar habe ich ganz bewusst eine Trophäenimmobilie entwickelt. Ja, mit dem eingezogenen Stockwerk. Ja, und wo also auf einfachen zwei Türmen dann darüber eine zweite Stadt sozusagen schwebt. Der rette Kerzenladen am Kohlmarkt und ich habe bewusst hier auch ein architektonisches Manifest gemacht. Eines Ihrer bekanntesten Objekte ist ja das Haas-Haus. Haben Sie da schon von Anfang an gewusst, welchen Status das Gebäude dann innerhalb von Wien, innerhalb von Österreich einnehmen wird? Also es war ganz klar, dass ein zeitgenössisches Gebäude gegenüber dem Stephansdom und dem Zentrum der alten Stadt, dass das schon eine gewisse Reaktion auslöst. Das heißt, die Lage ist auch sehr wichtig für den Status eines Gebäudes als Trophäenimmobilie. Ja, absolut. Also der Standort und eben dann auch diese Spannung mit dem Gegenüber. Welche Gebäude in Österreich würden Sie mit dem Status Trophäenimmobilie bezeichnen? Zum Beispiel dieser Dachausbau der Coop Himmelblau. Oder die Skischanze in Innsbruck, der Saha Diet, oder das Steinhaus vom Domenik. Heute sehr oft sind es Hochhäuser. Es kommt nicht auf die Größe an, aber es ist manchmal notwendig, dass eine Größe da ist, muss ich sagen. Größe ist schon ein wenig auch eine Eigenschaft dieser Trophäenimmobilien.